Wir sind heute im Gartensaal des Gesellschaftshauses und treffen das Trio Vigentay. Kurz zu ihrem Konzert. Sie haben einen ja, recht unbekannten Magdeburger Komponisten aus der Kiste geholt und darüber möchten wir jetzt heute reden. Christine, ihr spielt im Klaviertrio. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also über die Musik natürlich erst einmal. Und den großen Joel, den kenne ich schon sehr lange. Wir haben beide die gleiche Schule besucht, die Spezialschule für Musik in Halle. Jolt, der kleine Jolt, wir sagen immer großer Jolt, kleiner Jolt, ist später nach Weimar gegangen, an ein ähnliches Institut. Das war auch eine Spezialschule für Musik, aber wir kannten uns dort nicht. Und erst viel später, also als das Studium schon beendet war und wir weiter Musiker, sozusagen als Musiker gearbeitet haben und beruflich hier Fuß gefasst haben, da hat ja, Jolt mich eines Tages angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, Klaviertrio zu spielen mit den beiden Brüdern. Okay. Warum spielt ihr denn bevorzugt in einem Klaviertrio? Vielleicht der kleine Jolt? Wir haben früher, als wir noch klein waren und Kinder waren, haben wir viel mit unserem Vater und auch mit meiner Mutter sehr viel Kammermusik gemacht. Einfach hingesetzt, mit Blatt gespielt und viel Haydn-Trios gespielt und so. Und Beethoven-Trios, vor allen Dingen Trios. Und dann, als wir dann auch studieren gegangen, also ich bin studieren gegangen nach Weimar, er war in Halle und in Leipzig und dann vor drei Jahren, 2013 haben wir gesagt, vor dreieinhalb Jahren ungefähr, haben wir uns entschieden, wir möchten gern wieder einfach Klaviertrio spielen und da hat er Christine vorgeschlagen und so sind wir jetzt also hier. Und was bedeutet das für dich, in einem Klaviertrio zu spielen? Ja, das hat familiäre Gründe. Also wie gesagt, dieser Vater, der vorhin erwähnt wurde, er war der Pianist. Und wir haben schon von Kindheit an Klaviertrio gespielt, also ich kann ohne, das ist vielleicht theatralisch, nicht. Also ich habe schon immer Klaviertrio gespielt, das ist sozusagen, gehört zu meinem Leben, ja. Und Christine, hast du vorher schon damit Berührungspunkte gehabt? Du bist ja die Pianistin. Also mit dem klassischen, mit dieser klassischen Version des Klaviertrios nicht, sondern eher in unorthodoxeren Kombinationen mit Klarinette, Violine und Klavier. Und jetzt ist eigentlich auch das erste Mal so in meiner Beschäftigung mit Musik, dass zwei Streichinstrumente dabei sind. Und wie ist das für dich? Ja, auf jeden Fall anders, weil sich der Klang anders mischt, weil die Klangfarben andere sind. Und da stellt, ja, also ich wurde eben in die Mangel genommen, um meinen Ton dann auch dementsprechend anzupassen. Mhm. Gut, jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, ihr habt was ganz Interessantes. Ihr habt nämlich Fritz Kaufmann rausgeholt, also einen Magdeburger Komponisten. Ende des 19. Jahrhunderts hat er gewirkt oder auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie hast du ihn entdeckt? Also es fing so an, dass wir damals noch mit einem anderen Klaviertrio zur 1200-Jahr-Feier hier in Magdeburg oder zu diesem Jubiläumsjahr, genau, haben wir uns überlegt, dass wir Magdeburger Komponisten einfach, also wir wollten irgendwie Lokales, wir wollten sozusagen einen Beitrag leisten, auch so patriotisch ein bisschen sein. Und wir wollten sozusagen, dass die nicht nur den Telemann, sondern dass es eben auch andere geben muss, andere Komponisten geben muss. Und da bin ich auf gut Glück hier ins Telemann-Zentrum gegangen. Und ich durfte da sozusagen da ein bisschen rumsuchen in der Bibliothek und habe tatsächlich einiges gefunden, wo darunter war eben der Fritz Kaufmann, aber es gab auch noch andere. Und ich habe mich ja speziell auf Klaviertrio mehr oder weniger jetzt konzentriert, aber es gab auch noch viele, viele andere interessante Sachen, die einfach nur da in der Bibliothek, in der Vergessenheit, in der Versenkung sozusagen sind. Thank you.
jetzt ins Repertoire geholt? Kann ich das an dich richten? Das genau, weil man, gut, man kann ihn ja finden, finde Noten vielleicht ganz nett, aber warum jetzt, genau, Fritz Kaufmann? Also in unserem Beruf muss ich davor sagen, dass also gerade bei meinem Bruder und bei mir, wir sind natürlich Orchestermusiker, wir spielen im Orchester und da lernt man über die Jahre die, ich sage immer die Kassenschlager, Tschaikowski, Brahms, Sibelius, Mendelssohn, Schumann und da spielt man natürlich eine ganze Menge. Und da wird man natürlich hungrig auf Neues oder auf Altes, was in Vergessenheit geraten ist, wie zum Beispiel der Fritz Kaufmann. Und dadurch, dass wir nun mal in Magdeburg auch, wie gesagt, mein Bruder in Magdeburg geboren, Christine auch in Magdeburg geboren, ich bin in Schöneberg geboren, aber alles, wie gesagt, lokal, wie auch schon genannt wurde. Und der Fritz Kaufmann hat ja auch viel mit dem Orchester zu tun, mit der Magdeburgischen Philharmonie. Wenn ich mich nicht sogar irre, da hat er das Orchester auch gegründet. Ich gucke jetzt auf meinen Bruder, weil er das ganz genau weiß. Und es ist also ein, muss man dazu sagen, dass der Fritz Kaufmann in Wien auch gelebt hat, nachdem er das Mendelssohn-Stipendium bekommen hat und da auch Brahms kennengelernt hat. Und so hört man, wird man im Konzert dann auch hören, dass eben auch viele Klänge, also viel in Einfluss, Brahms-Einfluss in der Musik zu hören ist. Das ist auch der Grund, warum wir natürlich die beiden Kaufmänner jetzt spielen, in Verbindung mit einem Brahms-Trio. Und nur zu der Frage, also ich bin sowieso immer danach bestrebt, nach Neuem zu suchen und nach Neuem zu spielen oder eben alles, was vergessen ist auch. Und es gibt natürlich viel, viel Repertoire, was zu Recht vergessen wurde, aber eben auch sehr viel, was zu Unrecht vergessen wurde. Und ich glaube, dieser Kaufmann zählt zu diesem zu Unrecht vergessenen Gewordenen dazu. Hm. Und wie war das für dich, als du den das erste Mal gespielt hast? Also sehr spannend, weil man hatte keine Vorlage in Form von einer CD oder irgendeiner anderen Orientierung. Und als wir uns dann zusammengetan hatten, war es wiederum nochmal anders, als wenn ich jetzt nur alleine den Klavierpart so vor mich hinspiele. Und wir haben dann aber über die Zeit, haben wir uns in diese verschiedenen oder auch in diese andere Harmonik eingehört. Also das vieles hatten wir eigentlich vorher, jedenfalls ich und ich glaube ja auch nicht, darüber hatten wir auch gesprochen, so von diesen harmonischen Verschiebungen oder Reibungen, gerade vor dem Hintergrund der Hochromantik, also Brahms hat so nicht komponiert, Mendelssohn nicht und alles, was Kaufmann zu seiner Zeit gehört hat, war nicht so. Das ist schon eine typische Handschrift. Von daher war es sehr spannend und freuen wir uns umso mehr, dass wir das jetzt dem heutigen Magdeburger Publikum zugänglich machen können. Was mir jetzt heute aufgefallen ist am Programm, ihr habt im ersten Teil habt ihr Kaufmann, dann Brahms, dann ist Pause und dann kommt nochmal Kaufmann. Also irgendwie ist das so ein Schwerpunkt. Vielleicht, ja, sicherlich, weil ihr Kaufmann vorstellen wollt. Oder hat das aber auch einen anderen Grund? Wir freuen uns deswegen auch auf dieses Konzert heute Abend, weil wir natürlich endlich beide Kaufmänner vorstellen können. Der Prozess, wenn man etwas Neues oder etwas Altes wiederfindet, ich sage jetzt wiederfindet, dann ist das ja nicht gleich, dass man sich auf alle möglichen Werke draufstürzt. Und da haben wir uns natürlich vorsichtig erstmal auf das eine Kaufmann vorbereitet, dass das zweite Kaufmann, das größere, es ist auch, wir nennen das eigentlich das größere, weil es auch länger ist und auch etwas komplizierter in der Struktur. Und dann nach und nach haben wir uns auf das zweite, also praktisch das erste gestürzt, das C-Moll, und dann darauf hingearbeitet, dass heute zum Beispiel, also heute das Konzert praktisch ist, wo wir beide in einer Interpretation aufführen können, in der wir alle drei wirklich alle Ideen zusammengebracht haben und Sie müssen sich vorstellen, dass einfach dass das Proben, wenn man etwas noch nie gehört hat, auch bei Brahms zum Beispiel gibt es ja viele Aufnahmen, da kann man ja dann auch viel nachhören und viele Ideen, eigene Ideen oder ja, das gefällt mir auf der Aufnahme, dann machen wir das vielleicht so oder bei der anderen, das gefällt mir nicht und wir machen das so und ich denke, das Interpretation und so weiter und bei dem Kaufmann eben muss man eben doch. Es hat nichts nur was mit Spielen zu tun, sondern auch mal mit nach Hause gehen und darüber nachdenken oder einfach nur in die Noten schauen und nicht nur spielen, sondern ja, was hat er damit gemeint? Und haben wir natürlich mehrere Konzerte auch gehabt jetzt über die letzten zwei Jahre. Und heute ist praktisch das Besondere an dem Konzert, dass wir beide aufführen können mit
gutem Gewissen, dass wir, glaube ich, eine sehr gute Interpretation abliefern können, sage ich jetzt mal.